30 Kilometer gefahren heute. Olga ist hier gerade mal noch da in den Laden rein, guckt, ob wir ein Bier bekommen. Die LKW-Fahrer, es ist ein Horror hier. Es sind erstmal so viele, das hatten wir noch überhaupt nicht. Und dann fahren die so dermaßen scheiße. Ich bin echt richtig angepisst, das ist echt scheiße. Eben vor einem Kilometer oder so haben wir auch noch einen Unfall gesehen. Irgendein LKW, der da irgendein Auto von der Straße geschoben hat. Der Typ saß noch im Auto drinne. Das Auto sah nicht sonderlich gut aus. Wahrscheinlich war er tot. Und kurz dahinter, wir fahren weiter, wir fahren dran vorbei. Die LKW-Fahrer, die drängeln sich da an uns vorbei. Ihr seht, wir haben wieder den Stock angebaut. Das hilft ein bisschen. Aber trotzdem, richtig scheiße. Echt. Ein Bier zur Beruhigung, das ist gut. Und dafür haben wir jetzt so einen geilen Campingplatz. Das ist doch gut, um wieder ein bisschen runterzukommen von dem Stress. Breite Straße, ey, echt. Kurze Pause. Heute geht es wieder mit dem Verkehr. Die LKW-Fahrer sind besser, oder? Ja, aber wir sind ein bisschen müde wegen der Zeitumstellung. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Pause. Das sind noch 91 Kilometer bis Ufa. Morgen wollen wir ankommen. Kriegen wir hin.
haben jetzt eine Stadtführung bekommen von Artyom. Say hello. Hello. Das ist schön. Heimwege. So kommt man hier auf die Straße. Hallo aus Ufa. Wir haben gestern bei Artyom und Vladlena, genau, Artyom und Vladlena geschlafen über Warm Showers. Gestern Abend haben wir noch eine Tour gemacht durch die Stadt und das war richtig nett. Und jetzt sind wir hier in einem kleinen Café und an so einer Sushi-Bar oder so oder mit Kaffee, irgendwie keine Ahnung, und arbeiten ein bisschen. Ich sitze hier draußen in der Sonne. Olga ist drinnen mit dem Laptop und an der Steckdose. Und genau, heute Morgen waren wir noch mit Artyom bei seiner Arbeit, beim Decathlon. Das ist so ein Sportladen. Das haben wir in Deutschland gar nicht. Gibt es aber eigentlich auch in ganz Europa. Das ist echt ein ziemlich guter Laden. Da haben wir noch irgendwie eine Flasche Imprägnierspray geschenkt bekommen. Das war ganz nett. War wieder richtig toll. Eine schöne Warm Showers Erfahrung. Und wir arbeiten jetzt hier noch ein Stückchen, ein bisschen. Ist jetzt 3 Uhr oder so, glaube ich, 15 Uhr. Und gegen 16, 17 Uhr fahren wir dann aus der Stadt raus, suchen uns einen Zeltplatz und dann geht es morgen weiter Richtung Uralgebirge. Und wir sind wieder unterwegs. Jetzt verlassen wir Ufa, gucken wir, ob noch Bier bekommen, das Lieblingsbier von Michel, Bier mit Wett, was in Ufa gebräut wird. Und dann geht es nach Ascha und dann Chilabins. Juhu! Knapp 30 Kilometer gefahren jetzt, hinter Ufa einfach nur rausgefahren, wieder auf die M5 und jetzt eben von der Straße runter. Ja, sieht ganz gut aus hier, oder? Ja. Unser Zeltplatz machen wir da. Jupp. Und übrigens, wir haben das gute Bier. Wir bekommen sogar eine extra Sorte aus Baschkiren, weil das hier in Ufa, wie gesagt, gebräut wird und Ufa liegt in Baschkiren. Der gute Bieli Medved, wenn ihr euch erinnert. Weißer Bär, also Eisbär. Bestes Bier in Russland, auf jeden Fall. Die Jungs sind echt verrückt. Das ist genau die Scheiße, die dann passiert, ey. Erstmal Mittagspause jetzt. Gibt Brot und
ein paar Orangen. Und Kiwi aus Iran. Ah, ein paar Kiwis. Sehr gut. Und es gibt auch Schokolade. Die Straße ist sehr anstrengend, die Autofahrer sind nicht so nett und... Hab's ja eben gesehen. Deswegen, ja, zur Beruhigung. Die ersten Ausläufer des Uralgebirges. Hammer. Die Grenze zwischen Europa und Asien. Dann sind wir wieder in Asien. Chelyabinskaya Oblast mit Kamil. Aha, trotzdem noch über 300 Kilometer bis Chelyabinsk. Сегодня позвонил Анжел Михайловна. Добрый день. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Со вчерашнего дня уже в курсе, что ждем вас. Вау. Здравствуйте. 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 Какие загорелые. Меня Мишель. My name is Angela. Angela. Yeah. Очень приятно. Ich heiße Angela. Sehr gut. Ciao, Ольга, очень приятно загорела. Даже не верится, такие люди вообще герои. Спасибо. А, хорошо, спасибо. Guten Abend. Wir sind. Wir haben ein neues Schaf. Wir sind bei Angela, eine Freundin von der. Von Mama. Mama meiner Freundin, eine Freundin von mir, genau. Genau. Und die hat uns eingeladen, hier sie zu besuchen in Ashar. War ein kleiner Umweg, irgendwie 10 Kilometer oder so, aber haben wir natürlich gemacht. Und jetzt haben wir hier die Zweitwohnung von denen, oder die Wohnung von denen, die sind mittlerweile in ein Haus gezogen und die haben hier jetzt noch eine riesige Wohnung, die leer steht. Und hier dürfen wir jetzt eine Nacht drin schlafen. Hier gibt es Ersatzschaf. Es gibt ein Ersatzschaf und es gibt eine Sauna. Die probieren wir auch aus. Ich glaube, die probieren wir wirklich aus. Es gibt eine fette Küche und alles. Hammermäßig. Das ist echt. Das ist wirklich am genialsten an dem Ganzen. Dass die Leute einfach so nett sind und wir eingeladen werden. Und boah, unglaublich.